Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir sind noch immer mittendrin im wunderschönen Experiment, Österreich wieder groß zu machen. Was heißt wieder groß? Wir sind mittlerweile die Zweiten, was die Wertung der Großmächte betrifft. Wir haben das stärkste Heer, wir haben das größte Prestige, nur bei unserer Industriestärke sind wir bloß auf Platz 3. Aber auch da sind wir relativ groß aufkommend. Yes, wir haben einen Konflikt in Thessalien. Vielleicht sollten wir mal so einen Konflikt mitmachen. Weil es ist so riskant. Würde Frankreich auf meine Seite gehen? Nein, interessiert mich nicht. Schauen wir mal. Oh, okay. Ja, das ist gut, gegen Großbritannien wäre ich hier nicht vorgegangen. Na super. Habe ich da überall kleinere Truppenkörper, die ich vernichte? Das taugt mir gar nicht. Wenn wir da meine ganzen Leute abhanden kommen. Das ist jetzt eine Infanterie. Da haben wir auch einen Husan. Den Prag. Uns ein Dragoner, na gut, was machen wir, wenn wir da die Wiener haben? So, Posen, ein Pionier und ein Dragoner. Bis der Wiener das hat. Okay, ich glaube, wir werden nachher irgendwann nochmal. Die nächste Reform wird eine Wahlrechtsreform sein, sodass Leute wählen dürfen. Was ist mit Portugal? Sind das viele? Na, das passt. Damit waren die Portugiesen alleine klar. So, schauen wir mal. Andere Einflusssphären. Haiti vielleicht. Nö. Na, machen wir die da mal, die kleinen. Paraguay, Uruguay. Uruguay klingt gut. Das machen wir als nächstes. So. Noch ein General.
und wieder zurück nach Europa. Habe ich eigentlich ein Bündnis mit Großbritannien? Nein, natürlich nicht. Sie werden aber auch nicht akzeptieren, aber das liegt nicht daran. Verbessern unsere Beziehungen. Irgendwie muss das ja dann im Endeffekt zum Zweiten Weltkrieg, zum Ersten Weltkrieg führen, indem wir möglichst, ja. So, was fehlt dir? Dir fehlt ein Pionier und ein Dragoner. Pionier. Dann Dragoner. So, dir fehlt eine Artillerie. Und dir fehlt ein Dragoner. Noch mehr Gummi in unseren Kolonien. Das ist gut. Wir brauchen Gummi für unsere Fabriken, für unsere Autos. Hervorragend. Unsere Militanz sinkt. Und noch hervorragender. Wir sind bei Experimentalpsychologie durch. Psychoanalyse. Uff. Aber wenn wir ausgerechnet bis zu 5 Euro sozialistisch vorziehen. Oh, das machen wir doch glatt. So, wartet mal, was machen wir als nächstes? Industrie geht nichts weiter. Kultur, Handel, Marine. Armee könnten wir den Hinterlader mal machen. Machen wir mal das. Und dann als nächstes da bei der Psychoanalyse weiter. Dann könnte man vielleicht auch das langsam machen. Das ist zwar jetzt nicht mehr so sinnvoll, weil es nur einfache, nur wenige Prestigepunkte bringt, aber es bringt immerhin noch ein bisschen Prestige, also so gesehen. Gefällt mir nicht. Württemberg sollte ja nicht anfangen zu beeinflussen. Württemberg ist mein. Oh, wir können eine Reform machen. Wir könnten auch eine soziale Reform machen. Nö, wir machen unsere erste Wahlrechtsreform. Auf zur konstitutionellen Monarchie. Oh, ich habe Angst. Jetzt müssen wir Wahlen schlagen. 1892. Und Schluss ist es mit unserer Reaktionärität. Ist das Wort dumm? Ja, das Wort ist ziemlich dumm. Reaktionärität. Oh mein Gott. So, außerdem werden wir da mal die Steuern senken. 60% auf 80% und auf 90%. Dafür werden wir die Typen da 50% runterhauen.
Das ist interessant. Er sagt nicht, dass wir uns zu einer konstitutionellen Monarchie verändert haben. Interessant. Na so. Und was sind das für welche? Kommunisten. Okay, wir werden den Glauben respektieren, weil wir nicht so sind. Sollte nicht irgendwie. Ah, vielleicht dauert das bis zum ersten. Hey, Röntgenstrahlen. Das kommt aber reichlich spät. Das hätte doch schon viel früher sein müssen. Ist ja cool. Plus 0,02% Bevölkerungswachstum. Sehr gut, sehr gut. Und dann noch ein General und ein Admiral. Das ist unfassbar. Elastische Verteidigungssysteme. Naja. Meine Truppen werden immer stärker, stärker, stärker. Nationalisten. Elende Kerle. Elende Kröten, aber es sind nur sehr wenige. Ich glaube, das passt schon.
So, das dazu. Kant, Russland, USA, Dings, na gut. Tja, wisst ihr was? Wir werden da wieder die Typen einsetzen, solange es noch möglich ist. Das sind 400. Revolution im Ausland. In der Nation Nassau ist eine Revolution ausgebrochen. Alle unsere Bündnisse mit ihnen sind null und nichtig. Außerdem ist unser Einfluss auf sie nicht mehr existent. Na gut. Aber auch der von Deutschland nicht. Und das ist einmal ganz cool. So, Venezuela. Können wir unsere Sphäre hinzufügen? Und Uruguay, können wir die Meinung steigern? So, wo haben wir Portugal und Kolumbien? Portugal haben wir gesagt, kommt alleine zurecht und Kolumbien sollte das auch tun. Jo. Wir unseren Militärzugang. Was ist mit euch? Was ist mit diesen 11.000 Fahrplan? Wäre es nicht irgendwie angebracht, dort oben was zu. Naja, gut. Viel ausgeben, wenig ausgeben. Viel ausgeben. Fahndungen. Naja, unser Staat wurde eine landesweite Verbrecherjagd gestartet. Dem Polizei den Ausbruch eines verurteilten Mörders an einem lokalen Gefängnis gemeldet hat. Liberale argumentieren, der Ausbruch sei lediglich ein weiterer Beweis für den maroden und tragischen Zustand des Gefängnissystems unserer Nation. Naja. Während Konservative auf das eingeschränkte Staatshaushalt hinweisen und davon abraten, einen besonderen Teil unseres Geldes für den Bodensatz unserer Gesellschaft auszugeben. Okay, viel ausgeben. Wir sind liberal. Also, zumindest ich. Bin schon nicht meine Typen im Land. So, wartet jetzt mal, das ist auch durch. Das heißt aber. Eigentlich, wo jetzt alle Rebellierenden wieder erinnern, das heißt, Gijö kriegt wieder den Sammelpunkt. 1, 2, 3, 4, 5. So. So. 16. Armee, da werden wir den Habsburg reinsetzen. Eingeschränkter Konstitutionalismus, na schau an. Wir sind eine konstitutionelle Monarchie. Wir beginnen einen Wahlkampf. Über ein halbes Jahr gedauert, naja, bis meine Reformen umgesetzt wurden.
elektrisches Licht. So, wir schauen vielleicht einmal auch auf unsere nationalen Foki. Da haben wir schon 10%. Das werden wir dann entfernen. Da haben wir 3% Geistliche, die werden wir auch entfernen, den Fokus. Und diese Angestellten auch weiter fördern. Da sind wir erst zwischen 1 und 2%. Und wir wollen auf mehr Angestellte. Gut, zwei Foki hätten wir. Alfeld 0,8. Ostgalizien 0,1. Na gut, du kriegst nochmal so einen angestellten Fokus. So, und einen Fokus werden wir vielleicht in die Kolonien investieren. Und mal versuchen auszuwandern. Beziehungsweise schauen wir mal, ob dort schon Leute sind. Das sind schon Leute, schon Österreicher. Naja, doch nicht. Deutsch, da gibt es tatsächlich schon österreichische Bürokraten. Also Bürokraten fördern. Also nicht. Auch 0,01% schon. Uganda. Somaliland. Schon 0,04%. Da wohnen weniger Leute, machen wir das da. Gut, was wollen wir überhaupt, dass an die Macht kommt? Das ist eine gute Frage. Parteibeliebtheit, hauptsächlich die Typen. Na wow, das könnte dazu führen, dass sie auch gewählt werden. So, schauen wir mal, was haben wir denn da alles setzen. Können wir vielleicht auch die Sozialisten an die Macht kriegen? Die wollen volles Bürgerrecht. Pazifismus ist eigentlich schlecht. Säkularisation ist okay. Staatskapitalismus wäre okay. Und Protektionismus, naja. Es gibt Schlimmeres. Oh, Entschuldigung, ich bin müde. Die Kommunisten sind auch Pazifisten. Gibt es nicht volles Bürgerrecht und gescheite Militärtypen? Ja, pro-Militär. Die Radikalen wären super. Atheismus wollen die. Na dann. Schauen wir mal, ob wir den Atheismus steigern können. Pluralismus, Atheismus. Wir müssen ja nur die Adeligen überzeugen. So, Hinterlader. Das heißt, militärisch, armeemäßig sind wir ganz vorne. Psychoanalyse machen wir als nächstes. Sigi, Sigmund Freud. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was hat begonnen, die Reserven zu mobilisieren? Oh. Verstehe. Klar. Die Revolution war ziemlich dämlich bei denen. Die hat dazu geführt, dass sie jetzt ein Teil vom Deutschen Reich werden. Na super. Seien die wieder stärker. Das gibt's ja nicht. Der hat da schon wieder 40.000, 80.000 Mann rumstehen. Was soll das? So
viel Truppen kann der doch gar nicht haben hier. Armeemäßig ist, kann er nicht viel besser sein. Ach Gott, wir haben auch Kommunisten im Land. Ah, das sind irgendwelche Nationalisten, vielleicht sind es Jugoslawen. Das ist ja recht heftig. So, schauen wir mal, ob wir in Afrika auch irgendwelche Kommunisten haben. Das schaut gut aus. Keine Kommunisten in Afrika. Ja. Ich nehme mal an, die Deutschen werden als nächstes wieder mir den Krieg erklären oder halt zumindest irgendeinem von meinen Verbündeten. Was ich aber ärgerlich finde, weil. Aber nicht. So, Atheismus haben wir gesagt, wollen wir haben. Boxerkrallentaten. Die in Rechtschaffenheit vereinigten Faustkämpfe im Volksmund als Boxer bezeichnet eine chinesische Bewegung, die sich für Isolation der ihrer Meinung nach aufgrund der europäischen Expansion nach Asien eingebüßten chinesischen Unabhängigkeit einsetzt. Das ist aber nicht okay. Das ist ein Skandal. Wir erhielten den Kriegsgrund, schlage den Boxeraufstand nieder gegen das chinesische Reich. Mit wem sind wir denn verbündet? Das ist eine interessante Idee. Aber das schauen wir uns das nächste Mal an. In der Zwischenzeit, Herrschaften, wünsche ich euch alles Gute, einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Und wir sehen uns bald wieder, vielleicht. Ciao, ciao.